So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Stardew Valley. Tag 19 im Herbst des ersten Jahres. So, was sagen denn die Wettervorhersagen? Wolkig mit Windböen den ganzen Tag hindurch, okay, super. Wahrsager, die Geister sind gut drauf. Auch super. Okay, wir haben Post auf jeden Fall. Livos, ich würde dir gerne einen Kürbis abkaufen. Meine Tochter und ich wollen für die kommende Geisternacht gerne eine Kürbislaterne schnitzen. Karoni, natürlich. Klar, kein Problem. Ich sollte noch Kürbis da haben. So. Auf jeden Fall habe ich erstmal noch einiges anderes hier. Wie zum Beispiel erstmal eine Artischocke. Eine Artischocke. So, du lässt aber hier bitte keinen Wald fallen. Fallen vor allen Dingen. Kein Wald wachsen. So. Ah ja, schön und gut, dass du drei da verjagt hast. Genau, hier, Kürbis habe ich. Warum habe ich den Mais, den Goldmais da reingepackt? Keine Ahnung, warum ich Gold- und Silbermais vor allen Dingen auch dort reinpacke. Silbermais da rein und Goldmais werde ich da brauchen. So. Ne? Genau, das. Was war das andere? Genau, Goldmedulle und Gold. Hier, Pastinake. Habe ich aber nicht. Das ist gut zu wissen. Okay. Das wäre dann das schon mal. So. Ja, alles gut. Dann können wir da erstmal rüber zur Höhle. Ah, keine neuen Pilze. Da macht gerade Robin schon mal unsere Links. So. Nicht so ungut, meine Lieben. Aber soll den Weg ja noch sehen. So. So. Okay. Dann haben wir das schon mal. Dann können wir jetzt gleich mal gucken. Ja, Karolin müsste ja gleich Ding sein. Gleich bei Pierre im Laden sein, weil die wohnt ja da. War doch Caroline, ne? Caroline war doch die Frau von Pierre. Genau. Die grünhaarige. Oh. Einmal hier rein. So, und die müsste eigentlich, da ist sie doch schon. Es ist ein schöner Tag. Ja, hier. Oh, der Kürbis. Das ist ein gutes Exemplar. Abigail wird so glücklich sein, wenn sie ihn sieht. Danke, Livers. Genau, dafür haben wir nochmal 500 Gold bekommen. Hi, Abigail. Wir werden uns diesen Abend in der Kneipe treffen. Wir werden uns diesen Abend in der Kneipe treffen. Das ist so eine Art Freitagstradition. Man kommt hier jetzt rein, weil sie die Tür offen gelassen hat. Oh no. Ich find's witzig, dass sie die Tür gerade offen gelassen hat. Achso, warte mal. Ich wollte ja mal in die, an den Kalender
Denn es gibt hier die Geisternacht. Am 27. Also am vorletzten Tag des, ja, des Jahres. Des, nicht Jahres. Des, des Monats ist das ja eigentlich, aber der Jahreszeit, sagen wir es mal so. Ne? Und dementsprechend hat man dann Dings. Und da oben liegt die Hose, aber da komme ich nicht rein. Weiß gar nicht. Tiere kaufen. Genau. Erfordert einen Stall. Genau, Kühe sind ein Stall. Hier Ziegen sind ein großer Stall. Dann das ist Ente, das braucht einen großen Hühnerstall. Das müsste. Nee. Das ist ein Schaf, das ist glaube ich Ziege. Oder andersrum. Ziege und Schaf oder so. Nee, das ist Schwein. Stimmt, Schwein. Ach, keine Ahnung. Gerade so keine Ahnung. Ich konnte es jetzt gerade nicht so wirklich aus dem Dings sehen. Auf jeden Fall ist das wichtig. Sagen wir es mal so. Es ist auf jeden Fall wichtig. Oh, wir haben hier den Händlerin. Dachte ich mir, dass die heute da ist. Was hast du denn Schönes? Eine super Seegurke hat sie. Mohn. Mohn ist cool, weil Mohn ist eine der Lieblingssachen bei für Penny. Kohlsalat, Krokus, Schneesüßkartoffel und Joja Cola Light. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Nee, ja. Der Krokus und die Schneesüßkartoffel. Krokus, meine. Schneesüßkartoffel, meine. So, dann nehme ich noch einen Mohn für Penny mit. Ne? Schönes Ding. Schönes Ding. Dadurch können wir jetzt ein gesamtes Ding abliefern. Dadurch haben wir jetzt ein gesamtes Ding zum Abliefern. Also, Ding im Sinne von. Wir haben, glaube ich, das, dann das nächste. Den nächsten Raum komplett fertig. Wir haben ja schon die. Den Heizraum. Ne, wo wir ja die ganzen Erze und so und Goldbahn und den ganzen Scheiß abliefern mussten. Den haben wir ja schon fertig. Und jetzt können wir mit Abgabe dieser zwei netten Sachen, die ich da unten noch habe, den Krokus und die Schneesüßkartoffel, können wir tatsächlich den nächsten Raum fertig machen. Strike. Weil, ne, ihr wisst ja, hier rechts, der Heizraum ist ja fertig, weil ne, dadurch haben wir ja auch die Loren-Verbindung bekommen. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ist das hier? Nein, ist es nicht. Das ist der untere Raum dann. Das heißt, wir machen den Raum hier jetzt fertig. Und zwar mit der Süßkartoffel und dem Krokus. Und wir kriegen die Brückenreparatur. Was witzig ist. Und noch Wintersaat. Cool. Werden wir auch brauchen. Das die kleinen Viecher. Dieses Haus steht seit Jahren leer. Die Bäume sind eingezogen. Und irgendwas. So. Ein cooles kleines Lernzimmer, sage ich jetzt mal. Ne? Also es ist wirklich so ein cooles Zimmer. Ne? Man sieht hier so zum Malen ein bisschen was. Schreibmaschine. Hier so ein, auch so ein Tisch, mit, wo man, glaube ich, ein paar Farben hat. Sieht zumindest so aus, ne? Zum Malen. Hier kann man sogar weben. So, also so. Ist das Weben? Ich glaube, Weben nennt sich. Ne? Webstuhlmäßig. So. Und auch so ein Globus zum Lernen und sowas ist cool. Ne? So, und da haben wir den zweiten Stern. Haben wir zwei Sterne und über Nacht wird jetzt gleich die Brückenreparatur dann stattfinden. Finde ich auch cool. Leider können wir ihr noch kein Geschenk geben. Schade. Ja.
So. Die Wintersaat kann da schon mal wieder mit rein und der Mohn geht hier erstmal mit rein. So. Weil das ist erstmal das Wichtigste. So. Guck mal, da ist schon sind schon die nächsten paar Bäume gewachsen. Ja. Ups, das war jetzt uncool. Okay, das wird noch. So kann man witzigerweise, ne, wenn man so mal knapp bei Holz ist oder so, immer mal seinen Bestand dann auch auffüllen, ohne das gleich direkt kaufen zu müssen. Deswegen lohnt sich da so ein kleines Stück Wald auch zu lassen, dass man dementsprechend seinen eigenen kleinen Wald unten hat. Man muss nur aufpassen, dass man halt noch durchkommt. Und nicht halt alles zu wachsen lässt. Ihr seht ja, alleine schon das bisschen, was ich jetzt schon wieder hier gedingst hat, sind fast 150 Holz. Jetzt sind es 151 sogar. Deswegen, es lohnt sich schon, ordentlich hier auch mal abzuholzen nach und nach, aber immer mal ein paar kleine Bäume stehen lassen, dass da auch natürlich nachwachsen kann. So, dass man halt hier so eine kleine Forstwirtschaft hat. Okay, der da oben, der gefällt mir da gar nicht. Dann muss ich gleich mal hin. Weil über der Mauer soll kein Setzling entstehen. Das mag ich jetzt so gar nicht. So. So, das ist sogar noch ein großer Baum. Zwei Bäume. Guck mal, hier haben wir sogar noch ein paar Würmchen gehabt. Nein. Hier. So. Okay. Ne, ihr seht, alles nur kleine Bäume oder also Setzlinge beziehungsweise nur eingesetzte Samen. Allein das bisschen, was ich jetzt geholt habe, sind schon über 340 Holz, was ich jetzt wieder habe. Was natürlich auch wieder zeigt, ne? Lohnt sich schon. Für dieses kleine Stück alleine schon. So, dann hauen wir mal das alles hier mit rein. Genau so wie auch. Und zack. Nein. Da. 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 So. Und ich glaube, ich würde dann sagen, wir machen heute mal eine kürzere Folge. So. Beziehungsweise sehen uns erstmal an, wie sie die Brücke reparieren. Das ist hier oben in der Nähe der Abenteurer Gilde. Ne? So, 100 für den Honig. Und der
würde ich sagen, war es das auch erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sorry, ein bisschen kürzer, aber dementsprechend fangen wir dann morgen mit der 20. Mit dem 20. Tag im Herbst des ersten Jahres an. Also Herbst dauert auch nicht mehr lange. So. Und dementsprechend würde ich sagen, tschüss, ciao, euer Lux.